TU München, Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. Eine Studentengruppe der WAR, der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt, hat es geschafft, einen Wettbewerb für Transportaufzüge in den Orbit zu organisieren. Die erste europäische Space Elevator Challenge, kurz EUSEC. In absehbarer Zeit sollen Astronauten und Material nicht mehr mit teuren Space Shuttles oder Raketen in den Orbit gelangen, sondern mit dem sogenannten Space Elevator. Ja, also wir sind jetzt speziell die Space Elevator Gruppe der WAR, eine Studentengruppe mit ungefähr 24 Leuten im Moment. Entstanden ist die Gruppe eigentlich 2004 mit dem ersten NASA-Wettbewerb zum Thema Space Elevator, das uns eigentlich motiviert hat, zu sagen, okay, das können wir auch, lass uns das doch auch mal versuchen. Wir haben ja an mehreren Wettbewerben teilgenommen, erstmal mit dem Ziel auch in den USA teilzunehmen. Das hat leider nicht so gut geklappt und wir waren halt auch in Japan vertreten, ziemlich erfolgreich. Und dann hat das Team einfach gemerkt, in Europa ist irgendwie niemand vertreten in der Space Elevator Szene so richtig und dass wir eigentlich das einzige Team sind und daran wollten wir was ändern, weil wir einfach das Konzept sehr überzeugend und toll finden. Also aktuell ist geplant, das Seil an einer Hebebühne zu befestigen, in etwa 30 Metern Höhe, sodass man also 25 Meter zum Fahren hat und oben und unten noch ein bisschen Auslauf zur Sicherheit. Und die Herausforderung ist es, den Climber so zu bauen, dass er möglichst einfach ist, aber sehr energieeffizient. Heißt, die elektrische Energie muss er sehr gut umsetzen können. Eröffnet wird die Challenge durch den Leiter des Lehrstuhls, Professor Dr. Ulrich Walter, selbst einmal Astronaut und Mitglied der D2-Mission. Hello and welcome here to Munich. I would say at the heart of space elevator competition. Also okay, wir sind in der unglücklichen Lage, dass es sehr, sehr viel Geld kostet, ein Kilogramm in den Weltraum zu kosten. Ganz grob, ein Kilogramm kostet etwa 20.000 Euro. Das ist sehr viel Geld. Irgendwie müssen diese Kosten reduziert werden. Und eine Möglichkeit wäre tatsächlich ein Space Elevator, also ein Seil bis in den Weltraum, sodass man am Seil einen Fahrstuhl hochfahren kann. Die Teams aus aller Welt, darunter mehrere japanische Teams, kommen auf dem Gelände der TU München an. Im Gepäck jede Menge technisches Material, vor allem die bereits fertigen Climber. Bei der Besichtigung des TU-Geländes wird rasch noch die Belastbarkeit der Teilnehmer bei Vertikalfahrten getestet. Test bestanden und Spaß beiseite. Der Ernst des Wettbewerbs beginnt in der Werkstatt der WAR. Dort werden die Climber auf ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Übereinstimmung mit den Wettbewerbsrichtlinien überprüft. Außerdem haben die Teams die Möglichkeit, noch letzte Korrekturen und Optimierungen vorzunehmen. Auf dem Challenge-Gelände sind für die Teams, die Medien und die Organisation etliche Zelte und natürlich der Kran für die Seile aufgebaut. Eine letzte Teambesprechung und es geht mit dem ersten Slot der ersten Climberfahrt los. Das US-amerikanische Team, die Earthtrack Controllers, eröffnen gleich mit einer spektakulär schnellen Fahrt. Die Richtlinien sehen das Wiegen und Stromverbrauchsmessungen vor. Denn entscheidend für den Sieg in den zwei Levels ist nicht allein die Schnelligkeit, sondern vor allem auch die Energieeffizienz. Partially, I have a few problems to work out. We can get a lot faster. We had a chain fly off. It has to be just perfect in order to. America had it running smoothly every day, but then taking it apart and putting everything back together makes it really challenging. Kurze Korrekturen innerhalb des Zeitfensters von 30 Minuten, unter anderem auch an dem möglichen Payload, also der Zuladung, ermöglichen weitere Fahrten. Die Earthtrack Controllers gehören definitiv zu den Favoriten. Das zeigen ihre rasanten Fahrten. Die Climber- und Powerbeaming-Sache ist sehr attraktiv, weil auch junge Leute oder Universitätsteams gut einsteigen können. Dann kann jeder was ausprobieren, können sie schnell was bauen, was auch läuft. Und das hat mal so ähnlich angefangen wie hier im ersten Jahr. Hinter NASA Ames in Silicon Valley hatten sie einen Kran aufgestellt und haben dort versucht, Climbers mit Studiolichtern, also Searchlights, anzutreiben. Da sind ein paar, so ein Meter oder zwei, so ein bisschen haben sich bewegt. Und im nächsten Jahr hatten sie das Ding auf 70 Meter
in Las Cruces bei einem größeren Event. Und da haben Leute dann auch Sonne umgeleitet. Das ist eine billige Energiequelle, da muss man nicht viel machen. Aber kann man sehr viel von der Technologie für die Powerübertragung ausprobieren. Aber es ist auch ganz toll zu sehen, wie in 3-4 Jahren man von 25 Meter auf einen Kilometer Strecke kommt. In Deutschland ist es noch so, dass Wissenschaft oft so gemacht wird, man hat hier eine sogenannte Scheckbuchmentalität. Das heißt, die Regierung gibt Wissenschaftlern Geld und sagt, jetzt forscht mal schön. So funktioniert Forschung nicht. Man braucht ein Ziel vor Augen, eine Herausforderung und dann ist der Weg das Ziel. Und genau danach funktioniert das hier. Das muss den Studenten eine Herausforderung geben und sagen, jetzt probiert das doch mal aus. Wir wissen alles, es ist extrem schwer, das zu erreichen, aber irgendwann muss man mal anfangen. Und mit diesem Wissen, was für Studenten in diesem Wettbewerb bekommen. Damit sind sie bestens ausgerüstet, um dann später in der Industrie dann andere große Projekte zu machen. Also allein deswegen ist die Sache wert, dass die Studenten das machen. Außerdem ist es natürlich so, dass sie wirklich an die Grenzen der Technologien gehen. Werkstoffe, sich neue Lösungen überlegen, all das muss man später auch machen. Das heißt, sie gewinnen sehr viel Erfahrung, die man später einfach brauchen wird. Und drittens, es könnte ja sein, dass dann doch irgendwie ein Durchbruch gelingt. Und wenn dann der Werkstoff auch noch stimmt, dann könnte man wirklich mit dem Ding in den Weltraum fliegen oder fahren. Jetzt ist das Team der WAR dran, also die Lokalmatadoren. Beobachtet von den anderen Teams, vor allem von Professor Aoki, Betreuer von zwei japanischen Teams. Los! Los geht dann los. Los bedeutet für die Münchner nicht wirklich los. Der Climber ist bei den ersten Versuchen ziemlich langsam und hat Mühe, die 30 Meter Distanz zu überbrücken. Naja, also das Problem war, zuerst hatten wir, ist uns das Gummi beim Testlauf runtergerutscht. Dann haben wir es mit zwei Komponentenkleber festgemacht. Der ist dann aber auch auf dem Gummi gelandet und dann war die Gummirolle rutschig. Zweites Problem war dann, dass der Akku durch die ganzen Versuche entladen war und am Ende sogar tief entladen. Das mittlere Desaster ist wohl überwiegend der Überlastung der Gruppe bei den Vorbereitungen geschuldet. Das Grundkonzept der Gruppe ist zwar vielversprechend, aber die Neukonstruktion bedarf noch einiger Verbesserungen, bis sie wieder so erfolgreich ist wie vor 2 Jahren in Japan. Jetzt ist das Team Aoki Bravo A von der Nihon University aus Japan an der Reihe. 3, 2, 1, Sato. Und trotz des erheblichen Volumens überbrückt der Climber doch die gesamte Distanz. Aoki Bravo A just told me that they will need 15 minutes to prepare their climber, so we are going to wait for that. Für einen weiteren Versuch werden aber noch einige Überarbeitungen vorgenommen. Es ist einfach nur eine Platine defekt. Das zweite japanische Team Egami Laboratory von der Kanagawa University bereitet sich auf seinen Start vor. Zwischenzeitlich beantwortet Professor Aoki unsere Fragen zu seinen Eindrücken von München, von der Challenge und von seinen Einschätzungen zu der Space Elevator Technik allgemein. ミュンヘンの人たちはここに来て、いろいろな場所に食事ですとか、電車に乗ったりとか過ごしていますけども、学生も含めて非常に温かい国だという印象を持っています。宇宙エレベーターという題材はまだ本当に正しい形が世界中のどこにもありません。 そういうものを学生たちに考えさせて、全くゼロの状態から想像させて夢を広げて、ものを作らせるところまでを実現させる。実際にあるもの、車ですとか鉄道、飛行機、こういったものを模倣して作らせることは、いくらでもできても、こういう夢のあるプロジェクトにチャレンジしてもらう子たちを一人でも多く増やしたい。そういう思いで、今このプロジェクトも始めていますし、 やはり日本は工業立国ですので、ものを作って、そして生きている国なんですね。ですからやはり青少年たちも多くの人間がこういう新しいテクノロロジー技術に興味を持ってもらいたいという思いが強くあります。ですからそういう子どもたちを一人でも増やしたいために、宇宙エレベーターというテーマを子どもたちに向けても今発信しているところです。そういった形で自分たちが少し成長できれば、 仮に宇宙エレベーターが2、30年後にできなくても、それでいいと思っています。でも、少なくとも彼らには、その宇宙エレベーターを自分たちが作りたいという思いが伝わります。伝われば50年先、100年先に実現すると思っています。それでいいと思っています。Das Team Egami ist startklar, allerdings mit einigen Anfangsschwierigkeiten, wie unschwer zu erkennen ist.
Well, this is the team from Kanagawa University in Japan, and there are many sensors and things on the climber. And at first, when it got cut, we're not quite sure the reason yet, but it's possible that there was too much slip and the rope or the tether was quite weaker than the ones they've practiced with, or different thickness maybe. So they didn't have time to practice with this particular tether. And there are many adjustments that are made with this climber. Nicht aufgeben heißt die Devise. Es gibt ja noch einen zweiten Wettbewerbstag. Alle sind skeptisch und es sieht erst einmal nicht wirklich gut aus. Aber irgendwie war das noch nichts. Ich fürchte, wir stehen hier unsere halbe Stunde hier oben und am Ende, naja, ist ja auch ganz spannend, war es nichts. Haben noch mal Hoffnung. Selbst die Japaner haben die Kamera schon ausgeschaltet. Es passiert was. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja sensationell. Er schlägt an. Das ist ja super, dass das noch geklappt hat. Großer Applaus von allen Seiten. Also das muss ich sagen. Jetzt schön vorsichtig bitte runter, dass wir das Ding nicht zerstören. Also das ist jetzt völlig unerwartet. Das hätten wir alle nicht mehr gedacht. Sensationeller Slot hier. Das ist also gefahren wie geschnittenes Brot. Ich glaube, so haben sie sogar noch eine fette Chance, hier was abzuräumen. We had to fix this rod here. Because when it fell, it bent. And so we went into the workshop and they helped us and we fixed the rod and put everything back together. And then we lost a gear. And so we had to redesign. We had to redesign some of the things internally today. And finally, it works now. Jetzt wieder die Amerikaner, nach den Eindrücken des ersten Tages zum deutlichen Favoriten aufgestiegen. Und auch bei den Fahrten am zweiten Tag geht es bei den Earthdrag Controllers wie geschmiert aufwärts. Abwärts haben aber auch sie einige Probleme. Das kann ihre gute Laune aber nicht trüben. In beiden Kategorien wird das amerikanische Team unangefochtener Sieger. Der Traum von einem Weltraumaufzug lebt, auch in Europa. Im nächsten Jahr wird es, da sind sich die Mitglieder der WAAR sicher, mit Unterstützung der Klaus-Höchstädter-Stiftung eine weitere, noch erfolgreichere Challenge in München geben.